Moin, moin und herzlich willkommen beim Kerbal Modding Mittwoch. Diese Woche mit dem Real Solar System Mod. Und wie der Name schon andeutet, macht das Real Solar System Mod aus dem Kerbin-System das echte Sonnensystem. Aus Kerbin wird also quasi die Erde. Ja, kann man hier schön sehen: Südamerika, Nordamerika, die Arktis, Europa, Afrika, Asien, Australien und die Antarktis. Also der Winter hat offensichtlich in Geografie aufgepasst und konnte das alles aufzählen. Und dann haben wir hier den Mond, also den Moon, den echten Mond. Nicht den M-U-N, sondern den M-O-O-N. Und natürlich kein Minmus, denn was haben wir nicht? Genau, den Minmus. So, und auch die anderen Planeten, wenn wir mal ein bisschen rausgehen, heißen dann natürlich Merkur, Venus, Mars, so, jetzt lass mich mal ein bisschen rauszoomen, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und last but not least Pluto. Da sind wir nicht mehr ganz aktuell, weil ja so richtig offiziell ist ja Pluto kein Planet mehr, aber hey, wir ignorieren das mal fröhlich und tun einfach so, als ob Pluto immer noch ein Planet wäre. So, und das hat natürlich auch noch ein paar andere Implikationen, denn wie ihr vielleicht schon mal gehört habt, ist das Kerbal-System von der Skalierung her halt deutlich kleiner. Das heißt, wenn ihr jetzt einfach nur Real Solar System installiert, habt ihr plötzlich das Problem, dass alles echt fies groß ist und eure Raketen im Vergleich dazu echt fies klein sind. Und das ist ganz schön anstrengend. Also, wenn ihr eine große Herausforderung sucht, dann einfach mal Real Solar System installieren. Und was dann passiert, ist folgendes. Das zeige ich euch jetzt mal. So, wir machen jetzt hier mal schnell diese Rakete noch fertig. Ich meine, das ist ja jetzt hier eine Rakete, wo wir mal ganz fair sagen können, das reicht normalerweise für so ziemlich alles, was ihr in Kerbal Space Program macht, wenn ihr Kerbal Space Program spielt. Also standardmäßig, ohne irgendwelche Vergrößerungen oder sowas. Mit dem Ding hier sollten wir normalerweise weit über den Mond hinauskommen. Und das probieren wir jetzt mal im Größenverhältnis vom Real Solar System aus. Denn da verhält sich das Ganze ein bisschen anders. Also, start den Spaß mal und bring's grob auf einen leicht eingekippten Gradwinkel. So, das sollte erstmal reichen. Ist eine riesige Rakete, hat hinten auch das dicke Mainsail dran, also echt großen Engine, hat dann noch eine Oberstufe mit dem Pudel-Engine. Und was der Unterschied jetzt ist, ist, das ist hier alles ein bisschen größer, unwesentlich. Das heißt, wir machen jetzt hier unsere Runde und währenddessen gucken wir uns einfach mal an, wie die Erde eigentlich aussieht. Denn die Erde hat jetzt nicht mehr eine Atmosphärenhöhe von gefühlten, also von 70 Kilometern und dann ist alles cool, sondern das sind schon mal flockige 140 Kilometer, damit wir überhaupt ins Weltall hinauskommen, also die Atmosphäre verlassen. Und auch so ist insgesamt die Erde halt einfach mal gewaltig größer, als es Kerbin eigentlich ist. Und während wir hier so fröhlich vor uns hinfliegen, ich mache jetzt gleich mal die Boosterabtrennung, werden wir dann mal feststellen, dass das alles gar nicht so geschmeidig läuft, wie wir das gewohnt sind von Kerbal Space Program. Ich mache jetzt hier mal meinen Gravity Turn halbwegs fertig. Und dann gucken wir uns das gleich mal auf der Karte an, weil wir haben jetzt schon hier so noch 24 Kilometer Höhe geschafft und wir sind schon bei einer Geschwindigkeit von fast 1000 Meter pro Sekunde. Also, ne, so der trainierte Kerbal Space Program Spieler fühlt sich quasi schon, als ob er halb im Orbit angekommen ist. Und wenn wir dann jetzt hier mal so gucken, was wir tatsächlich schon geschafft haben, stellen wir fest, oh Mann, das ist quasi nichts. Aber wir wären normalerweise schon im Weltall jetzt. Hier haben wir den halben Weg geschafft. Von einem Orbit reden wir mal noch gar nicht. Also da ist noch echt viel Strecke zu machen, bis wir um den Planeten rumkommen. Und jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, ja so, wow, wie, was für eine Rakete soll ich denn bauen, damit ich da überhaupt eine ernstzunehmende Chance habe, hier mal in den Orbit zu kommen. Und darauf ist die Antwort, well, ihr braucht noch ein paar andere Mods, wenn ihr Real Solar System richtig nutzen wollt. Konkret empfiehlt es sich, wenn ihr die Realism Overhaul Suite installiert. Das ist ein Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Mods, die quasi realistisches Raketen, also realistische Raketentreibstoffe, realistische Wirkungsgrad-Triebwerke für diese Größenverhältnisse hineinbringen. Denn ihr fliegt jetzt sonst im Real Solar System, obwohl das halt natürlich alles echt schön aussieht,
mit Raketen rum, die einfach viel zu klein sind für das, was ihr eigentlich tun wollt. So, wir gucken jetzt mal mit der Super-Oberstufe. Wie gesagt, normalerweise würde das reichen, um weit, weit hinter den Mond zu kommen, ob wir überhaupt auch nur annähernd sowas wie einen Orbit hinbekommen. Also wir schaffen es auf jeden Fall schon mal ins Weltall raus. Das ist ja prinzipiell schon mal gar nicht schlecht. Und ihr seht jetzt hier auch die Geschwindigkeit, die wir mittlerweile haben, ist 2500, 2600 Meter pro Sekunde. Das ist normalerweise die Geschwindigkeit, mit der wir im Orbit sind. Wir brauchen aber viel mehr. Wenn mich nicht alles täuscht, ich weiß gar nicht, sieht man das hier in der Map? Wie viel Geschwindigkeit wir drauf haben müssen? Also 11.000 Meter pro Sekunde ist Escape Velocity und ich glaube, wir brauchen so 6.000 irgendwas Meter pro Sekunde, die wir aufbauen müssen, um im Orbit zu bleiben, weil es jetzt halt die echte Erde ist. Und dafür braucht man im Prinzip noch weitere Mods, weil Real Solar System an sich einfach mit den Körbelteilen von der Skalierung her, von der Größe her überhaupt nicht zusammenpasst. Wenn ihr allerdings mal eine richtige Herausforderung sucht, dann könnt ihr ja mal probieren mit den normalen Körbelbauteilen, also mit den KSP-Bauteilen, die ihr stockmäßig dazu bekommt, mal eine Rakete zu bauen, mit der ihr es tatsächlich, ich sag mal, in den Orbit schafft, weil das ist auf jeden Fall schon mal, also es ist machbar, wie man hier sieht, ne? Ich komme ja vorwärts, das ist ja nicht so, als ob es irgendwie komplett unmachbar wäre, aber ihr seht auch, dass mein Treibstoff so langsam, aber sicher zur Neige geht und ja, damit dann jetzt mal zum Mond zu fliegen. Auch hier seht ihr, der Mond liegt nicht wie der Moon in einer 90-Grad-Ebene, also sauber satt gerade drauf, sondern hat eine relativ starke Inklination nach links gekippt. Ich würde sagen, das sind fast 45 Grad Bahninklination zur Erde. Und damit müsst ihr natürlich auch diesen Plane Change noch machen, wenn ihr irgendwie mal zum Mond fliegen wollt oder sowas. Das kostet euch auch nochmal flockig Treibstoff. So, ich muss jetzt mal ein bisschen die Nase hochziehen, weil langsam aber sicher, ja, ich näher mich so meiner Apoapsis, das ist gar nicht so gut. Also ich habe noch 50 Sekunden und der Treibstoff geht merklich zu Ende, obwohl ich mit einem sehr, 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 sehr effizienten Triebwerk gerade fliege, das auch noch eigentlich ausreichend Bums hat, um uns irgendwo hinzubringen. Aber ich befürchte, ich werde es auch mit dieser völlig übertrieben großen Rakete tatsächlich im Real Solar System nicht in den Orbit schaffen, weil ja die Kiste einfach zu groß ist, die Erde einfach zu groß ist. Netter Nebeneffekt übrigens: Der Standardkörbel oder das Standardkörbin Space Center ist hier in Florida und ratet mal, was hier in Florida ist? Genau, Cape Canaveral. Also das Kerbin Space Center ist dann quasi Cape Canaveral. Insgesamt ist das ein Mod, was glaube ich für alle von euch interessant ist, die unheimlich auf Realismus stehen. Also das muss man ganz klar sagen. Ihr müsst dann noch ein bisschen was tun mit Realism Overhaul. Das werde ich euch mal in einem separaten Modding-Mittwoch vorstellen, weil es sonst einfach zu viel wird, weil da ganz viele Elemente eben mit anderen Fuel-Sorten und so weiter noch reinkommen. Aber wenn ihr sowas anstrebt, mal wirklich realitätsnah echte Raumfahrt nachzuspielen, dann ist das auf jeden Fall ein Mod, was ihr als eins von vielen dafür braucht. Und jetzt seht ihr, ich habe ausgebrannt, ich bin bei 5150 Metern pro Sekunde und wir platschen hier irgendwo drüben in den Atlantik rein. Wir haben es noch nicht mal halb rüber nach Afrika geschafft. Ja, wow, ist schon echt fies schwer. Und jetzt kommt noch ein anderer weiterer witziger Effekt dazu. Wir sind jetzt richtig rattenschnell und ich timezoome das hier mal rüber und jetzt müssen wir natürlich auch irgendwie wieder nach unten kommen. Und da gehen die Probleme dann quasi auch schon weiter. Denn wenn man jetzt hier mal so guckt, wir haben viel Höhe zu machen, die Atmosphäre ist hier oben aber auch noch relativ dünn. Und dann kommt irgendwann der Punkt, ich mache jetzt gerade mal den Zeitraffer ein bisschen vorwärts, wo wir tatsächlich in die dichteren Atmosphärenschichten, also ihr müsst mal gucken, wir sind jetzt hier bei 50 Kilometern Höhe nur noch und haben 5400 Meter pro Sekunde drauf. Das heißt, wir sind unglaublich schnell und guckt euch mal den G-Messer an, was jetzt hier unten passiert. Also wir werden jetzt gebremst, aber das sind natürlich jetzt Verhältnisse. Wir prallen jetzt auf unglaublich dicht, sehr schnell, sehr dicht werdende Luftschichten. Wir haben unglaublich viel Geschwindigkeit drauf und der G-Messer geht einfach komplett aus der Skala raus, weil es uns jetzt so stark entschleunigt. Also normalerweise wird es die Körbels alle zu Mus zerdrücken in der Kapsel. Der Hitzeschild wird natürlich entsprechend auch beansprucht, das geht aber alles in allem. Aber wie gesagt, wir
haben hier plötzlich Kräfte auf unsere Raketen wirken, also wenn man jetzt was Komplexeres landet als den Pod, wo es uns normalerweise alles in Trümmer zerreißen würde, tatsächlich. Und ja, das ist auf jeden Fall mal so, ich sag mal, die nächste Stufe, wenn man so sagt, so, boah, ich fliege eigentlich überall im Kerbal-System rum und eigentlich reizt mich das alles nicht mehr und das ist ja alles easy peasy. Herzlich willkommen im Real Solar System. Viel Spaß auf eurer Reise zu. Sucht euch irgendeinen blöden Planeten aus, denn sie sind alle verdammt weit weg plötzlich. Deutlich weiter, als es das normalerweise ist oder als es das bei normalen Kerbal Space Program der Fall ist. Und da habt ihr auf jeden Fall eine Herausforderung, an der ihr eine Weile kauen könnt. Und wie das dann insgesamt aussieht, das zeige ich euch dann mal in einem weiteren Modding-Mittwoch mit dem ganzen Realism Overhaul in Zusammenspiel mit Real Solar System. Und jetzt bitte keine Beschwerden, dass ich das heute noch nicht gemacht habe. Ich habe erst mit dem Gedanken gespielt, das alles zu machen, aber das ist eine riesen Mod-Suite, wo ganz viele Sachen zusammenspielen und ich möchte das jetzt so Stück für Stück euch vorstellen, damit wir es dann nachher mal in einem Modding-Mittwoch oder vielleicht in einem Stream oder sowas alles im Zusammenspiel uns angucken, wie das dann wirklich aussieht. Aber für heute soll es das jetzt erstmal gewesen sein mit dem Real Solar System. Und während Jebediah, Bill und Bob noch völlig geflasht von der riesigen, von dem riesigen Planeten, den sie gerade von oben gesehen haben, der eindeutig nicht Kerbin war, sind und wieder nach unten fallen, verabschiede ich mich für diesen Kerbal Modding Mittwoch mit Real Solar System. Den Link zum Mod gibt's wie immer unten in der Beschreibung des Videos. Und dort ist auch ein Link diesmal zum Download von Seacan, denn wenn ihr euch wirklich Real Solar System und Realism Overhaul installieren wollt, empfehle ich euch ganz stark, das Seacan Tool zu benutzen, das euch wirklich hilft, die ganzen Abhängigkeiten der Mods zu managen. Und wenn ihr mit Seacan nicht klarkommt, dann sagt doch mal Bescheid, weil dann kann ich auch gerne mal eine Folge über Seacan einschieben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.